So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Y Let's Play Parts. Und in der heutigen Episode werden wir, wie gesagt, Illumina City erkunden. Aber nicht in alle Häuser gehen, keine Sorge, wir werden nur das Wichtigste machen. Also, ich warte dann mal vor dem Labor auf dich. Wenn du ihr folgst, kommst du direkt zum Labor. Irgendwie läuft die total komisch, habt ihr es gesehen? Wenn nicht, dann scroll mal zurück und guck mal an. Ist voll komisch. Oh Mann. Ja. Das Gebäude, was wir da gerade eben zu Gesicht bekommen haben, war das Gebäude von Professor Plantan, sein Labor. Und so, was sagt uns der Typ? Pardon, hier kannst du momentan nicht durch. Es gab einen Stromausfall und wir versuchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Ja. Das heißt für uns, in Klartext, wir dürfen nur den südlichen Teil von Illumina City erkunden, weil der nördliche Teil und der mittlere Teil, ja, unter einem Stromausfall leidet. Irgendwie sowas in der Art und ja gut. Das Gebäude hier ist Professor Plantans Labor. Dann lass uns mal hineingehen. Ne, wir werden noch nicht hineingehen, denn erstmal muss ich euch was zeigen, denn... Oh, was ist das denn für eine Frau hier? Oh mein Gott, oh mein Gott. Einen schönen guten Abend. Du musst ready sein. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, bitteschön. Leute, was ist das denn? Ein Flemly. Wir haben ein Flemly bekommen. Ja, ich habe mir irgendwann vor dem Part oder vor dem letzten Part gedacht, haust du doch mal hier was raus. Und habe ich dann auch gemacht. Und Online-Geschenk. Trägt den Logogniten bei sich. Es ist einfach richtig cool. Hat auch noch ein geiles Wesen, wenn ich ehrlich bin. Krass, hastig. Plus Speed minus Verteidigung. Das ist fast perfekt. Wow. Also das Ding werde ich auf jeden Fall ins Team nehmen. Oder? Ja doch. Kann man dem auch noch einen Namen geben dann irgendwann? Ich hoffe doch. Den kann man leider nicht. Oh, das ist echt schade. Oh, voll süß. Guck dich mal an. Das ist immer voll cool. Ihr müsst dann mal auf die Pokémon da drauf drücken. Auf dem Touchscreen. Da machen die immer so geile Bewegungen. 2-3 Animationen hat dieses Pokémon. Finde ich total cool und geil. Flemly. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Ey. Das hat ein geiles Wesen. Das wird uns auch eine Menge Freude bereiten. Und dann hätten wir jetzt auch 4 Teammitglieder. Und ja, ein Teammitglied habe ich ja noch fix im Kopf. Und das andere, keine Ahnung. Was wird denn noch vom Typen hier reinpassen? Also das nächste Teammitglied, was ich habe, ist ein Flyer. Okay, also ein Flug-Pokémon. Und was könnte denn dann noch so reinpassen? Typenmäßig. Schreibt sie mal in die Kommentare. Das wird nämlich besonders eine Frage, die uns in den späteren Episoden sehr, sehr am Herzen liegen wird. So, was haben wir hier? Wir sind im Pokémon-Labor und du hast einen weiten Weg von Exise hinter dir. Aber jetzt bist du ja hier. Professor Plantan erwartet dich schon im zweiten Stock. Nimm einfach den Aufzug. Ja, werden wir auch machen. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Klar wie Kloßbrühe. So, in welchen Stock möchtest du? Wir wollen natürlich in Stockwerk Nummer 2. Wie die Alte uns das auch gesagt hat. Und in Stockwerk Nummer 2 wartet jemand auf uns. Es ist Bert Russell. Nein, es ist Professor Plantan. Fein, fein, dann komm doch mal mit. Oh, der französische Akzent wieder. Er langt Übergriff über mich. Toll, dass du den weiten Weg aus Exisia hierher gefunden hast. Ich bin Professor Plantan. Na, macht dir das Reisen zusammen mit den Pokémon Spaß? Bist du schon vielen begegnet? Foi foi, dann will ich mir mal gleich deinen Pokédex ansehen. So, so. Im Zentralbereich von Kalos Region hast du 36 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Na bitte, gute Arbeit. Du hast recht, mit vielen verschiedenen Pokémon getroffen. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir. Das macht einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen und mit einem Pokémon auszustatten. Im Falle von Exisia, hatte ich mich bereits für ein Kind vom befreundeten Trainer-Veteran entschieden. Und dann hörte ich, dass Rihon, Jockey, Primula und ihr Sohn nach Exisia gezogen sind. Und du kennst die Kalos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du der ideale Kandidat für dieses Unterfangen bist. Hallo Professor, ich bin Sanna. Ja, sind auch die anderen beiden. Da wären wir. Entschuldigung die Verspätung. Fein, fein. Dann wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Dir wird die besondere Ehre zuteil, gegen mich, Professor Plantan, zu kämpfen. Ja. Battle gegen Professor Plantan.
Ich denke mal, wir schicken Flammy nach vorne, wenn ich mich richtig erinnere und er das eine Pokémon da vorne hatte. Diejenigen, die nicht wissen, was er benutzen wird, ihr werdet erstaunt sein. Weil das eigentlich ganz cool ist. So. Eine Herausforderung vom Pokémon-Professor Planta. Professor Planta schickt mir Samen in den Kampf und er hat drei Pokémon. Welche drei Pokémon bitte denn man mal im Team haben? Oder benutzen? Oder anderen Pokémon? Naja, keine Ahnung. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Glut benutzen. Und, ach, oh, Flammy, ey, wie das da rumzappelt. Voll süß. So, Glut. Boah, zieht auch noch richtig viel ab. Verbrennt sogar noch. Alter. Ein richtiges Mutanten-Flammy. Temposchub wird auch aktiv. Boah, wie gut, ey. Also, Flammy, daran habe ich jetzt schon Spaß. Mit dem Wesen. Und der Ability. Spezielle Erfahrungspunkte auch noch. Oh mein Gott. Leute, wo leben wir denn? So, als nächstes. Ja, erstmal Mon Mon Level Up, okay. Temposchub wird wieder aktiv. Eieiei. Und Shigi kommt als nächstes. Da wechseln wir natürlich raus auf Flower Power. Denn Flower Power braucht auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Und Flammy kriegt dann dank spezieller Erfahrungspunkte sowieso mehr als genug. So, Shigi. So. Feenbrise, let's go! Rutenschlag, oh, wie süß. Ich finde Rutenschlag in dieser Generation richtig cool. Die reden sich ohne Wacken wirklich mit dem Schwanz. Voll süß. So, aber Rutenschlag ist natürlich... Ah. Zieht ja gar nichts ab. Und da seht ihr es, Flabébé ist einfach nur eine spezielle Wall. Das ist total heftig, das Vieh. So, nochmal Rankenhieb. Und der nächste Rankenhieb wird diesem Shigi den gar ausmachen. So, let's go. Rankenhieb. Zack. Super. Und dreimal dürft ihr raten, was sein letztes Pokémon ist. Und diejenigen, die es nicht wissen, die brauchen mir im echten Leben nicht unter die Augen zu kommen. Und das meine ich ernst. Ne, kleiner Scherz am Rande. Es ist natürlich... Nein, nein. Geh weg, Rentata. Es ist Glumanda. Genau, Glumanda. Und Glumanda... Da haben wir ja unseren Gamma Bunta. Gamma Bunta! Unser dicker... Wir nicht dicker, aber unser Wolkenfrosch. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, kann es aber sein, dass wir nach diesem Kampf ein gewisses Event zu Gesicht bekommen werden. Denn unser Starter-Pokémon hat Level 16 erreicht. Oh mein Gott, ihr wisst, was das heißt. Das ist, wow, das ist einfach total krass. So. Du besiegst Professor Planta. Ah, das war wohl nichts. Klasse Leistung, aber. 1400 Poké-Dollar haben wir auch noch bekommen. Mega viel und... Nanu, Gamma Bunta entwickelt sich. Oh, voll cool. Glückwunsch, dein Gamma Bunta wurde zu Amphizzle. Schizzle, Dizzle, Mabizzle. Finde den Namen ein bisschen cool. Wegen dem Z. Alles klar, jetzt bekomme ich. Jetzt konnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Na, ein Bild von dem, was Regi kann. Er ist ein sehr interessanter Trainer. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf eure Reise begleiten wird. Hier, du kannst jetzt zuerst einen aussuchen. Ich glaube, ich habe 6 Pokémon im Team, ne? Ja, wir dürfen uns nämlich jetzt eins der Kanto-Starter-Pokémon aussuchen und. Vom Typen her passt, glaube ich, Bisasam am besten. Nehmen wir einfach mal Bisasam und... Ja! Aha! Du hast dir also Bisasam ausgesucht. Warum auch nicht? Fein. Wähle ein Pokémon, das auf die Box soll. Dann wählen wir doch Monmon raus. Weil Monmon brauchen wir gerade nicht. Und Bisasam erhalten. Und Bisasam kriegt auch einen Namen. Möchtest du Bisasam vielleicht einen Spitznamen geben? Ja. Ich nenne das Ding... Nach jemandem, der mir gut in Erinnerung geblieben ist, nämlich Budokan. Ist jemand, glaube ich, so wie ich es aus den Kommentaren von ihm herauslesen konnte, der die beiden neuen Editionen noch nicht gespielt hat und sich riesig auf das Let's Play freut. Ja, hier, bist ein Bisasam-Mann. Da du dich für Bisasam entschieden hast, bekommst du jetzt auch diesen Megastein von mir. Rüge hält den Bisaflonit. Ja. Wenn wir Glumanda bekommen, genommen hätten, hätten wir den Gluragnit X oder Y bekommen, je nach Edition. Und wenn wir den Turtok, Shigi genommen hätten, hätten wir natürlich den Turtok-Lied bekommen.
So, ihr zwei. Ihr sucht euch jetzt aber auch ein Pokémon aus, aber nicht streiten. Puh, keine leichte Entscheidung. Nur keine Eile. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir miteinander verbringen werden, wird so etwas wohl überlegt sein. Wie dem auch sei, ich habe das Gefühl, dass gleich der Rest von euch eintrudelt. Hallo, unser Platan. Na sowas, ihr seid ja alle hier. Hab ich nicht gesagt? Fein, fein. Damit wären alle anwesend. Mein französischer Akzent ist gerade für einen kurzen Moment weg gewesen. Jetzt hätte ich noch ein paar Ratschläge, die ich euch auf eure Reise mitgeben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf eurer gemeinsamen Reise mit dem Pokémon habt. Versucht dabei stets, die besten Trainer zu sein, die ihr nur sein könnt. Die Mega-Entwicklung, eine neue Form der Entwicklung, stellt das größte Mysterium der Kalos-Region dar. Lüftet ihr Geheimnis. Ich hoffe, der Megastein, den ich euch überreicht habe, wird euch auf die richtige Fährte bringen. Durch die Mega-Entwicklungen können Pokémon im Kampf eine völlig neue Gestalt annehmen. Mega-Pokémon schön und gut, aber was eigentlich mit dem Pokédex? Trovato! Kretin! Wenn du eine vollständige Pokédex damit gleichsetzt, der bestmögliche Trainer zu sein, dann verfolgt dieses Ziel mit aller Kraft. Also ich finde die Sache mit der Mega-Entwicklung total interessant. Wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden möchtest, dann dürfte Vanitea die beste Anlaufstelle für dich sein. Die Stadt hat eine lange Geschichte, vielleicht findest du dort einige Anhaltspunkte. Noch etwas. Wenn ihr die Region bereist, um euren Pokédex zu füllen, werdet ihr mit allerlei Pokémon zu und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselbe Idee und Auffassungen teilen wie ihr. Seid offen für die Sichtweisen, dann werdet ihr schnell merken, worauf es im Leben ankommt. Eure Aufgeschlossenheit wird eine ganz neue Welt eröffnen. Ich finde, anders zu sein als andere macht meinen eigentlichen Wert als Mensch aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, die Mega-Entwicklung zu beherrschen. Ja, Serena, das ist ja schön und gut für dich, aber hört bitte auf, so viel zu labern, denn irgendwie geht das nach einer gewissen Zeit auf meine Stimme. Voll krass, ey, boah. So, in welches Stockwerk möchtest du? Natürlich in Erdgeschoss. Ist doch klar, wie Kloßbrühe. So. Und... Oh, was ist das denn? Oh! Was ist das denn? Elvis Presley, nur mit roten Haaren. Ich werde also schon bald treffen. Ja, Punkt. Die Kinder, die der Professor auserwählt hat. Welches Potenzial sie wohl in sich bergen? Darf ich vorstellen, das ist Regi. Sei doch mal so gut und guck kurz rüber. Ah, du hast halt seinen Pokédex vom Professor erhalten. Das ist einfach wunderbar. Du bist wirklich auserwählt. Mein Name ist Flordelis. Es ist mein Bestreben, möglichst viel über die Pokémon zu lernen, um den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen. Ich konnte viel vom Professor lernen. Na, du hast ja einen Hololock bei dir. Wissen ist Macht, hörst du? Mach ihn dir also zunutze. Hör mir gut zu, diese Welt muss besser werden. Alle auserwählten Menschen und Pokémon müssen unermüdlich arbeiten, damit die Welt ein schönerer Ort wird. Nun gut, ich muss dann mal los. Richte Professor Platan bitte meine Grüße aus. Ich strebe nach einer besseren Welt, nach einer Welt der Schönheit. Interessant. Ich frage mich, was für eine Welt Flordelis mit dieser Welt der Schönheit genau meint. Es gibt so viele verschiedene Pokémon in der Kalos-Region. Ich hoffe, der Pokédex hilft dir dabei, mehr über sie alle in Erfahrung zu bringen. Eieieiei. Und oh mein Gott. Richie, es gibt einen Ort, den ich unbedingt aussuchen möchte. Also bis bald. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich warte im Café Soleil auf dich, Nachbar. Was Serena wohl auf dem Herzen hat? Keine Ahnung, scheint aber ein großes Geheimnis zu sein. Ich bin zwar neugierig, aber wir sollten uns wohl besser raushalten. Richie, verlass das Labor. Wende dich nach links und gehe immer geradeaus, um nach Vanitea zu gelangen. Das Café Soleil liegt übrigens genau in derselben Richtung. Ist das viel Text, Alter. Unglaublich. So, ich würde dir ja nämlich jetzt... Was? Noch was? Illumina City ist echt riesig, aber solange man auf den großen Straßen bleibt, verläuft man sich schon nicht. Ich mache mal eben einen kleinen Spaziergang. Die Allee hier lädt förmlich dazu ein. Nach Vanitea und zum Café Soleil geht's dort entlang. Ja, das machen wir auch jetzt gleich. Aber als erstes, das nächste, was ich vorhab, ist, hier hinzugehen. Und wenn ich irgendwas jetzt hier in Illumina vergessen habe, dann schreibt es in die Kommentare, Leute, ne? Weil ich bin mir auch nicht jedes Mal sicher. So, wichtig ist erstmal das hier. Das ist der Steinladen. Und im Steinladen gibt es gewisse Steine. Und zwar die Entwicklungssteine. Richtig cool. Feuerstein, Wasserstein und den Blattstein. Wenn ihr euch also irgendein Pokémon habt, oder geholt habt, was sich nur durch Entwicklungssteine entwickelt, dann seid ihr hier in der richtigen Adresse. Dann gibt's noch
Das Maison Trichic. Ein Anziehladen, bei dem wir jetzt aber wohl leider gleich rausgeschmissen werden. Herzlich willkommen. Oh, du bist aber nicht sehr stylisch. Verzeihung, aber ich kann dir keinen Zutritt gewähren. Wir haben sehr hohe Ansprüche, was den Stil unserer Kundschaft betrifft. Komm doch bitte wieder, wenn du etwas mehr Erfahrung an Illumina City gesammelt hast. Ja. In den Laden kommen wir nur rein, wenn wir mehr Style getankt haben. Das werden wir auch später machen. Und okay, das ist der Kräuterladen. Das ist ein Studio für die Hunde. Okay. Und es gibt noch ganz viele andere Sachen, meine Freunde. Und ganz viele andere Cafés und alles drum und dran, aber ja. Das werden wir alles in den nächsten Episoden machen. Und mich würde interessieren, ob ich irgendwas hier vergessen habe oder ob euch auch irgendwas in Illumina interessiert. Wenn doch, schreibt in die Kommentare und wir werden das dann beim nächsten Mal auf jeden Fall machen. Hier gibt es noch Trainer-Promos, aber da habe ich irgendwie nicht so Lust drauf. Trainer-Promos, da müssen wir so Sachen zusammenschneiden und so. Vielleicht machen wir das irgendwann mal später. So, ansonsten gibt es hier noch den Friseur. Ja, hier gibt's. Ups. So, Fall. Nee. Ja, ist klar. Stromausfall hin und gut, aber. So, das ist Trovato. Das Café Soleil ist hier vorne. So, ansonsten gibt's hier noch kleinere Läden, wie jetzt hier unten zum Beispiel. Da gehen wir aber jetzt nicht lang. So, und noch ein Café. Wir müssen ja auch gleich ins Café Soleil, wenn es weitergehen soll. Aber ich habe jetzt gerade ein bisschen Lust, mir die Haare zu machen. Willkommen! Wir beraten unsere Kunden bei Frisur und Farbe. Die Zufriedenheit der Kunden ist für uns alles. Wonach steht es Ihnen heute? Haare schneiden und färben. Ein kompletter Haarschnitt plus färben, das macht $3000. Ein Viertel von meinem Geld, da blutet mir das Herz, aber ich will euch mal was zeigen. So, wir haben unsere Haare. Unsere Haare machen wir mittelkurz. Genau. Okay. Welche Farbe soll es sein? Heller als jetzt. Keine Ahnung warum. Wir machen einfach mal blond, orange, Honigfarben und brünett. Wir nehmen brünett. So, ich bin mal gespannt, was rauskommt. Aber deine Klamotten gefallen mir heute ausgezeichnet, Regi. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wo du die wohl gekauft hast. Verrätst du mir nachher den Namen der Boutique? Sobald ich frei habe, gehe ich dort auch mit meinem Mann einkaufen. Ich kann es kaum erwarten. Alles klar, wir sind fertig. Eieiei. Hoffentlich nicht. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, das ist dieselbe Frisur wie eben, nur halt jetzt im Blond. Habe ich mal eben 1500 Pokédollar. Oh, egal. Ja. Nimm mich nur aus wie ein Weihnachtskranz, Alter. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Also passend. Finde ich. So, egal. So, und ansonsten ist hier das Café Soleil. Und ja, das machen wir aber alles, oder? Ne, wir gehen da jetzt schon mal rein. Komm, wir gehen da jetzt schon mal rein. Da haben wir das schon für den nächsten Mal abgeschlossen. Hast du einen Moment Zeit? Ja, habe ich. Ich will ja, dass es mit der Story weitergeht, ne? Ja. Oh, da ist wieder Flordidis. Sag mal, Nachbar, sind das nicht Flordidis und... Moment mal, ist etwa Dianta? Flordidis ist der Leiter des Labors, in dem der Rulolok entwickelt wurde. Und Dianta kennst du bestimmt selbst, oder? Du weißt schon. Das ist die super beliebte Schauspielerin, von der alle Welt redet. Aber was führt diese beiden wohl zusammen? Wie du dieses junge Mädchen in deiner Debütrolle gespielt hast, war einfach wunderbar. Würdest du nicht am liebsten ewig solch junge Charaktere spielen? Ich finde diese Frage irgendwie seltsam. Schönheit ist doch nicht ausschließlich mit Jugend gleichzusetzen. Alles verändert sich mit der Zeit. Wenn ich irgendwann eine alte Dame bin, werde ich mit Freunden altersgemäße Rollen spielen. Aber siehst du... Siehst du es denn nicht als deine Pflicht als Schauspielerin an, auf ewig schön zu sein? Wenn es nach mir ginge, würde ich der Welt auf der Stelle ein Ende setzen. All die Schönheit dieser Welt würde somit ewig währen. Ich ertrage es einfach nicht, wie die Welt nach und nach immer hässlicher wird. Oh, hallo Rigi. Das ist Dianta, eine der besten Schauspielerinnen von ganz Carlos. Mit ihrem bezaubernden Spiel berührt und rührt sie die Leute gleichermaßen. Mit anderen Worten, sie hat ihr Leben ganz der Freude anderer verschrieben. Wäre doch nur jeder so selbstlos wie sie. Die Welt wäre gleich viel schöner. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Dieser Flordidis gibt mir ziemlich auf den Keks. Eieiei. Und wer seid ihr? Mein Name ist Serena und das hier... Regi, nicht wahr? Ich habe gehört, wie ihr euch vorhin gegrüßt habt. Ihr habt beide sehr schöne Namen. Oh, dankeschön. Und eure Pokémon sind auch ganz reizend. Ich habe auch Pokémon, die ich trainiere. Wir sollten unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Ja, dafür hat sie uns ins Café geholt, genau. Stimmt.
Da wir ja beide Pokémon-Trainer sind, könnten wir tatsächlich mal miteinander kämpfen. Ach ja, da fällt mir ein. Ich muss dir etwas sagen, Nachbar. Wollen wir uns nicht eine Art Wettstreit draus machen, wer von uns beiden letztendlich stärker sein wird? Du bist zwar gerade erst nach Excisia gekommen und hast deine Reise angetreten, aber wir sind schließlich Nachbarn. Da dürfte so ein wenig Konkurrenz der Sache doch nicht schaden und sie spannender machen. Ich werde zwar so oder so nicht verlieren, aber trotzdem. Ja, und ich will sagen, das reicht für die Episode. Meine Stimme, die ist schon ganz kaputt. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, meine Freunde. Haut rein, macht's gut. Bis bald, Leitschirmfruchtig und unser episches Pokémon-Team. Ciao!